Mein Name ist Markus Suter und ich bin mit meinem Bruder, Alfred Suter, Mitinhaber von Big Böli von Appenzell. Für uns war schon enorm wichtig, dass wir natürliche und gesunde Lebensmittel produzieren. Die Rohstoffe unserer Produkte wollen wir möglichst aus der Region beziehen. Was uns aber allen noch gefehlt hat, ist unser Hauptrohstoff, das Mehl. Da Dinkel gut verträglich ist, sehr robust und für unsere Region eine gute Option ist, sollen wir natürlich auch auf den Dinkel kommen. Das hat uns motiviert, das Projekt Appenzeller Dinkel in Angriff zu nehmen. Wir wollen ein Produkt anbieten, bei welchem klar die Wertschöpfung im Kanton generiert und ausgebaut werden kann und bei dem wir mit den lokalen Bauern zusammenarbeiten. Mit dieser Idee, dass wir Dinkel-Urkorn das Appenzell anpflanzen wollen, haben wir uns dann bei unserem Mehllieferant, der Mölli Gröningen, gemeldet, wo dann uns eine Machbarkeitsstudie gemacht hat. Mit dieser Erkenntnis sind wir dann zum Köbi Signer, einem Bauer von Haseln, und haben ihn kontaktiert, ob er mit uns ein Pilotprojekt macht und für uns eine alte Dinkelsorte anpflanzen würde. Ein Produkt, das das Label trägt, muss zu 100% aus Appenzell angebautem Urdinkel Urkorn bestehen. Die grösste Herausforderung war sicher, dass wir als Bäcker und nicht Agronomen die Idee, in Appenzell eine alte Urdinkelsorte anzupflanzen, den Bauern von Appenzell näher bringen mussten. Wir haben jetzt 5 Produzenten, die 4,5 Hektar angepflanzt sind, mit dem Ziel, aufs nächste Jahr 8 bis 9 Hektar anpflanzen zu können. Das Projekt ist sehr erfolgreich. Wir haben innerhalb von 2,5 Monaten eine ganze Testernte mit einem von uns kreierten Produkt, dem Appenzeller Dinkel, ein Brot aus dunklem Mehl verkauft. Wir haben enorm viele Rückmeldungen von begeisterten Kunden bekommen. Die einen haben schon gesagt, es schmeckt so gut wie ein Brot von ganz früher. Und jetzt schon frage ich die Kunden wieder, wenn es denn endlich das Appenzeller Dinkelbrot wieder gäbe. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Unsere Kunden können sich aber freuen auf die Erweiterung des Sortiments mit dem Mehl, das hier gerade am Wachsen ist.